Hallöchen, liebe Bücherfreunde, und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir. Wir schauen uns heute gemeinsam meine Neuzugänge aus dem Februar an. Und wenn ich so rechts neben mir schaue, sind doch recht viele echte Bücher bei mir eingezogen. Und das ist tatsächlich im Februar und auch im Januar wohl sehr oft bei mir so, weil dann natürlich Weihnachts- und Geburtstagsgutscheine auch so ein bisschen eingelöst werden. Und ich löse sehr selten diese Gutscheine für E-Books ein. Also weil ich finde, das ist ja dann wie eine Art Geburtstagsgeschenk und das möchte man, ja, da legt man dann vielleicht schon Wert darauf, dass man sich ein Buch aussucht, das dann tatsächlich der Kandidat für ein Lieblingsbuch werden könnte und so natürlich auch im Regal stehen könnte, sollte, müsste, wie auch immer. Ja, es sind insgesamt 18 Bücher tatsächlich bei mir eingezogen, plus zwei, die nicht auf dem Sub zählen, die zeige ich euch wieder am Ende. Und von den 18 Büchern sind es tatsächlich 12 echte Bücher. Ja, es ist schon, ja, also zwei Drittel echt ist schon eine Zahl, die mir persönlich nicht ganz gut gefällt, weil ich ja eigentlich schon so 50-50 haben möchte. Aber okay, es sind 4 E-Books bei mir eingezogen und 2 Hörbücher. Und ich denke, wir starten jetzt einfach mal, weil ich möchte ja auch ein bisschen was zu den einzelnen Büchern erzählen. Das erste Buch, was bei mir eingezogen ist, ist die zweite Episode von 07 Love Stories von Adriana Popescu, Paula und Victor. Das ist die Geschichte im Grunde aus dem Januar, die ist Ende Januar erschienen. Ich habe mir die am 1. oder 2. Februar dann auch runtergeladen und auch direkt verschlungen. Adriana Popescu schreibt hier 12 Kurzgeschichten in 12 Monaten. Es ist im Grunde geplant, dass jeden Monat eine Geschichte erscheint. Ich vermute mal, dass jetzt auch noch im Februar die dritte Geschichte erscheint, bis zum jetzigen Zeitpunkt des Drehs ist das aber noch nicht der Fall, aber das teile ich euch natürlich auch gerne dann auf Instagram oder ähnliches mit. Alles findet ihr an Informationen, sowohl zu meinem Insta-Account als auch zu den Büchern findet ihr natürlich unten in der Infobox. Schaut da mal vorbei. Ja, ich mag diese Kurzgeschichten von Adriana Popescu sehr und freue mich sehr auf die nächsten Geschichten, um die dann zu entdecken. Dann ist der dritte Teil der Finde-mich-Reihe bei mir eingezogen. Liebe mich für immer von Katinka Engel. Das sind ja die Buchcover, die dann im Grunde ein Unendlichkeitszeichen ergeben, wenn man sie nebeneinander stellt. Von Band 1 war ich im letzten Jahr positiv überrascht. Auch Band 2 hat mir sehr, sehr gut gefallen. Band 3 wollte ich tatsächlich unbedingt lesen, weil es da um zwei Protagonisten geht, die man aus den anderen Geschichten eben auch schon als Nebencharaktere kennt und die ich persönlich super spannend fand. Ich habe die Geschichte leider abgebrochen. Es war für mich überhaupt nichts. Es war leider sehr New Adulig, ist das ein Wort? Und zwar so, wie ich es eben einfach nicht mag. Mit diesen ganzen Vergangenheitsgeschichten, die irgendwie nicht überwindbar sind. Und wir reden hier aber von Leuten Mitte 20 und ich weiß nicht, ob einfach in meiner Welt die Leute sehr erwachsen und reif und im Leben stehend waren, schon gefühlt die letzten 10, 12 Jahre. Ich weiß es nicht. Ich kann mit solchen Charakteren, die mit Mitte 20 so handeln wie ich vielleicht mit 12, ich kann das nicht greifen. Ich kann damit nichts anfangen und ich tue mir sehr schwer, dass gerade auch die Protagonistin mit ihrem scheinbar Vergangenheit, die nicht abgeschlossen ist, dass die im Grunde Sozialhelferin geworden ist. Ich weiß auch nicht. Nein, es war einfach nicht meins. Ich habe es abgebrochen. Und das Buch wird, denke ich, dann auch zu Christine weiter wandern, die ja von mir auch die beiden anderen Teile bekommen hat, insofern ihr die Reihe bis dahin gefallen hat. Und wird also auch wieder bei mir ausziehen. Dann wurde geschwärmt von The Shape of Water von Guillermo del Toro. Und zwar hat hier die Steffi vom Buchschnack geschwärmt und sie hat mich so angefixt, dass ich es mir als Hörbuch geholt habe. Bereits im letzten Jahr haben ja einige über diese Geschichte schwärmerisch erzählt. Es gibt ja auch die Verfilmung, die ja, glaube ich, auch den einen oder anderen Oscar bekommen hat. Ich fand tatsächlich, die Verfilmung hat mich überhaupt nicht angesprochen. Also die Trailer dazu, ich habe den Film nicht gesehen. Aber so wie Steffi Hörbuch erzählt hat, musste es dann einfach bei mir einziehen. Und ich bin sehr, sehr gespannt auf diese besondere, schon irgendwie Fantasy-Geschichte, die auch so eine Liebesgeschichte beinhaltet. Und Steffi, du bist schuld, die Rechnung folgt. Dann
Lang ist auch bei mir als Hörbuch eingezogen, 1000 Mal schon, Ewig ist nicht genug von Mara Wolf. Es ist tatsächlich mein erstes Buch von Mara Wolf, die ja besonders für diese Götterfunken-Reihe bekannt ist, die mich persönlich aber gar nicht so interessiert, weil ich mag keine Geschichten, in der Engel irgendwie eine große Rolle spielen. Das ist für mich nichts Greifbares, kann ich irgendwie nicht so viel mit anfangen. Aber dieses Buch ist mir so oft über den Weg gelaufen, sowohl in Buchhandlungen, als auch, dass es auf Bookstagram unterwegs war, dass es mir irgendwo empfohlen wurde. Und irgendwie hat mich dann das Cover auch gefixt, auch die Idee dieser Seelenverwandten oder diese besonderen Seelen, die eben immer wieder mit dieser Seelengabe unterwegs sind, diese Menschen, und wir hier ein junges Mädchen haben, die sehr viel in ihrem letzten Leben verloren hat, die keine Gefahr mehr für ihre Umgebung sein möchte und in diesem Leben eben einfach mal damit aussetzt. Aber nur weil sie damit aussetzt, heißt das nicht, dass der sie im Grunde sucht und unbedingt haben möchte und ihre Energie haben möchte, aussetzt. Und so fand ich die Idee mega spannend. Habe das Hörbuch auch schon angefangen, auch leider abgebrochen. Es war irgendwie kein guter Februar für Bücher. Mir war es tatsächlich um einiges zu jugendlich. Und ich hatte tatsächlich auch im Februar das Gefühl, dass ich jetzt irgendwie, dass Jugendbücher nicht so richtig mehr meins sind in der aktuellen Lage irgendwie. Ja, die aktuelle Lage der Politik. Nein, also ich merke, dass ich mit diesen sehr jugendlichen Dingen gerade nicht viel anfangen kann. Vielleicht ist die Zeit der Jugendbücher auch einfach mal für 2-3 Monate vorbei. Und ich habe auch eine Vermutung, woran es liegt. Dazu kommen wir dann später. Und es war eine tolle Idee. Es war aber für mich sehr oberflächlich, sehr platt, sehr vorhersehbar. Und eben auch einfach so dieses jugendliche Verhalten, ja, was ich irgendwie nachvollziehen kann, weil auch ich war mal jugendlich. Aber ja, was ich irgendwie nicht spannend fand, es weiterzulesen. Deswegen habe ich dann das Hörbuch leider auch abgebrochen. Ja, auch das nächste Buch abgebrochen. Oh meine Güte. Ja, Manipuliert von Terry. Das ist der zweite Teil nach Infiziert. Infiziert hatten wir ja im Januar im Leseklub gelesen und war für mich ja ein überraschendes Jugendbuch-Highlight, wo es ja im Grunde um einen Virus geht, der um die Welt geht, was eine Pandemie wird, wo ganz viele sterben, man noch nicht so richtig weiß, wie überträgt sich das. Und wir eben drei Charaktere haben, die wir begleiten und dann eben auch die Charaktere haben, die immun sind, die Krankheit überwunden haben, aber vielleicht tatsächlich die Träger dieser Krankheit sind. Und ich war total überrascht, wie spannend, innovativ tatsächlich dieser erste Teil war, wie, auch wenn es jugendlich war, auch wenn es so ein bisschen, ja, merkwürdig war, dass diese Jugendlichen gefühlt halt dann nichts anderes im Sinn haben bei so einer Pandemie, als ihren jugendlichen Gefühlen nachzugeben, aber das ist in Jugendbüchern einfach so. Und mir hat es super gut gefallen, wie der Stil war, wie die Spannung aufgebaut war und auch, dass wir diesen Perspektivwechsel hatten, der super spannend war. Und ich fand es wirklich ein überraschendes Jugendbuch und war sehr angetan und hatte mir dann auch direkt jetzt hier den zweiten Teil geholt und habe ihn jetzt auch gelesen, aber tatsächlich auch leider abgebrochen, weil es gefühlt überhaupt nichts mehr mit dem Stil im ersten Teil zu tun hatte. Ja, wir hatten die kurzen Kapitel, die schnellen Perspektivwechsel. Zum Teil haben wir uns aber sehr lange in einer Perspektive aufgehalten, was ich tatsächlich ein bisschen vom Stil nicht so angenehm fand zu lesen, was so im ersten Teil wirklich das Besondere war. Und für mich hat sich das im zweiten Teil leider ein bisschen sehr gezogen. Zudem waren auf einmal eher so diese Charaktere wichtig, nicht mehr das große Ganze. Und wenn sich in so einer Situation keiner mehr fragt, wo das alles eigentlich herkommt, dann habe ich da irgendwann einfach keine Lust mehr. Ja, das fand ich hier tatsächlich nicht mehr schön und habe es dann, glaube ich, auch nach einem Drittel oder so zwischen einem Drittel und der Hälfte grob abgebrochen und fand ich sehr schade, weil der erste Teil wirklich überraschend gut war. Dann ist bei mir eingezogen Simon und ich von John Katz und es heißt hier so schön, wie ein kleiner Esel mir beibrachte, was Mitgefühl ist. Und es geht hier, soweit ich das mitbekommen habe, um verschiedene Tiergeschichten. Oder um den Esel, aber eben auch noch um andere Tiere, die dann eben John Katz im Grunde rettet oder sein Mitgefühl hat. Und ich glaube ja tatsächlich, dass Tiere einen das sehr schnell sehr klar machen, dass sie eben nicht einfach nur Tiere sind, sondern genauso mitfühlige Lebewesen wie wir sind. Was heißt wie wir? Manchmal das Gefühl, wir Menschen sind nicht sehr mitfühlend, aber
Da steht auch was ganz anderem. Ja, dieses Buch habe ich irgendwie irgendwo entdeckt. Ich vermute mal in einer meiner Magazine. Ich habe es mir leider nicht aufgeschrieben. Und ja, der Verlag hat es mir dann dankenswerterweise zur Verfügung gestellt. Ich freue mich sehr auf dieses kleine, zarte Buch und auf Simon und ja, auf den kleinen Esel. Und es ist einfach auch mal, denke ich, eine andere Tiergeschichte. Und ja, mal sehen, was die dann auch so bereithält. Und ja, ich habe auch tatsächlich gar nicht groß... ja, mir den Klappentext angesehen. Ich habe dann hier ein paar Bilder sind drin, die eben Simon den Esel zeigen. Und ja, was Mitgefühl bedeutet, ist ein Kapitel und Anrufung des Lebens. Und wie heißt das erste? Simons Rettung. Ja, ich bin sehr gespannt, sehr neugierig und freue mich auf diese Tier- und natürlich auch Menschengeschichte. Weil das ist natürlich, ja, und es ist tatsächlich auch einfach so passiert. Und dann... kommen wir zu zwei Büchern. Ja, ich muss, glaube ich, gar nicht mehr viel dazu sagen. Es ist der zweite und dritte reguläre Teil der Hexersaga von Sapkowski. Also die Zeit der Verachtung ist der zweite Teil der Hexersaga und Feuertaufe dann der dritte. Steht hier auch immer wunderbar hinten drauf, um welchen Teil es sich handelt. Es ist im Grunde ja für mich Teil 4 und Teil 5, weil ich ja auch die zwei Kurzgeschichten vorher gelesen hatte, aber in der eigentlichen echten Hexersaga ist es Teil 2 und Teil 3. Eigentlich habe ich mit Teil 3, ich wollte ihn mir eigentlich erst Anfang März holen und dachte, ja, es ist ja unglaublich langweilig für alle, denen du was über die Bücher erzählst, wenn du diese Reihe jetzt jede Woche wegsuchtest. Und dann dachte ich mir aber, ach, was interessiert's mich, ich will unbedingt weiterlesen. Und ja, es musste dann her. Ja, die Zeit der Verachtung habe ich tatsächlich mit Payback-Punkten Einlösung mir geholt und Feuertaufe war dann, ja, so ziemlich die letzten Guthaben auf den einzelnen Thalia-Gutscheinen. Was mich sehr überrascht hat, ist, dass auf einmal die Bücher teurer sind. Also ich weiß, dass ich bei Band 1 und Band 2 die 15 Euro bezahlt habe, die hinten drauf stehen, während bei Band 3 hinten drauf auch 15 Euro stehen, sie aber 16 Euro von mir wollte. Und als ich so ein bisschen gestutzt habe, habe ich gesagt, wieso denn 16 Euro, steht doch hinten 15 drauf. Und dann hat sie auch einen Moment gestutzt und gesagt, oh, da fehlt wohl der Aufkleber und scheinbar sind die teurer geworden vom Verlag. Und ich stehe wirklich so da und habe gesagt, aber die letzten beiden haben doch auch nur 15 gekostet und steht auch nur 15 Euro hinten auf dem Aufdruck. Ja, gut, hat sie den Aufkleber irgendwie, na, ist ja nicht schlimm. Aber ich frage mich gerade, wie dreist ist denn das vom DTV-Verlag? Ja, weil jetzt der Hype hier ist, wirklich pro Buch einen Euro aufzuschlagen. Und ja, es sind ja nicht mal 10%, aber hey, ich habe auch keine Gehaltserhöhung von 10%. Ich finde das echt irre, wenn man mal ganz ehrlich ist. Also ja, man könnte jetzt ausrechnen, was der Euro bei 15, also ihr wisst. Aber ich habe echt gedacht, das ist unglaublich. Also nicht, dass mich dieser Euro jetzt ärmer macht. Aber also die Bücher sind ja auch erst letztes Jahr im November neu erschienen. Ich glaube, war es der November? Ich weiß es gerade nicht mehr. Also kurz vor Serienstart im Dezember sind die ja neu erschienen. Das steht natürlich jetzt nicht hier hinten drauf. Und ich meine, man muss ja auch mal bedenken, das sind Bücher, die über 10 Jahre alt sind. Das kommt ja nochmal dazu. Also ich stand echt so da und dachte, okay. Na, also das ist echt sehr merkwürdig und ja, wollte ich einfach nur gesagt haben, dass mich das so, ja, nicht, dass es mich hindern würde, diese Geschichte weiterzulesen und ja, für mich bisher wirklich eine Top-Reihe, die mich mehr als fasziniert und auch in den Band zieht und es wird hinten auf jeden Fall dann auch richtig schön aussehen, wenn die alle dann nebeneinander stehen und dieses Hexerzeichen ergeben. Ach, ich freue mich schon. Ich freue mich dann sozusagen auf den nächsten Band, weil dann müsste ja so ziemlich der Wolf erscheinen. Und ja, ich freue mich da auf jeden Fall drauf. Dann habe ich mit einer Freundin bei Medimops bestellt. Das machen wir gefühlt auch immer so Anfang Februar. Ich bekomme dann nämlich immer einen gedanklichen Medimops-Bestellgutschein. Und diesmal habe ich mir 3 Bücher bestellt. Wir haben sie am Valentinstag bestellt, weil meine Freundin da im Newsletter auch gesehen hat, dass es ab einem gewissen Wert auch nochmal 14% gibt. Nicht, dass bei gebrauchten Büchern also man dann eine große Ersparnis hat. Aber ja, wir haben das ausgenutzt. Ich habe 3 Bücher mir bestellt. Zum einen Liebe hoch 5. 5 kurze Liebesgeschichten von Nicola Hotel, Caitlin Faith, Adriana Popescu, Katrin Koppold und Yvonne Keller.
Und ja, es ist eine Geschichte von Adriana drin und auch von Katrin Koppold, von der ich auch schon 2, 3 Geschichten gelesen habe und ich freue mich sehr. Ist für mich wirklich ein sehr guter Zustand. Also man sieht wohl, dass es schon mal gelesen wurde, aber mehr ist tatsächlich an dem Buch nicht. Das zweite Buch an dem ist Claudia Schuld von Beauty Butterflies. Ja, ist Die Liebenden vom Ende der Welt. Und zwar von Mitch Raymond. Ein Buch, das optisch schon richtig, richtig schön aussieht und so ein bisschen, ja, die Arktis, oder sind wir hier in der Antarktis? Genau, wir sind in der Antarktis bei den Pinguinen, also am Südpol. Und ja, sie hat so, so geschwärmt, ich glaube in 2 oder 3 Videos. Und ja, sie hatte mich. Also sie hatte mich mit ihren, wie sie schwärmte und das ist eben sowas Zartes, Schönes und man ist auch mal in einem ganz anderen Setting. Das hat mich sehr angesprochen und ich freue mich sehr auf diese Geschichte. Und das letzte Buch ist ein Stephen King. Zusammen mit Stuart Onan hat er Ein Gesicht in der Menge geschrieben. Eine Geschichte, die ich noch nicht kenne, ist eine sehr, sehr kurze Geschichte. Also ich muss echt sagen, ich weiß nicht, ob die vielleicht in der Novellensammlung eigentlich drin war. Wir sind hier bei 60 Seiten und man fragt sich halt wirklich, braucht es für 60 Seiten so ein eigenes Buch? Ha, weiß man nicht. Und ursprünglich kostet das auch 8 Euro, was ich persönlich tatsächlich ganz schön heavy finde. Also ja, natürlich muss dieses Buch gedruckt werden und egal wie viele Seiten es hat. Aber die Frage ist natürlich wirklich, rechnet sich dann sowas? Also ja, es steht Stephen King oben drauf. Ja, ich bin gespannt und freue mich auf die Geschichte. Ich habe tatsächlich gar nicht groß den Klappentext mir angesehen. Es war relativ günstig, keine Ahnung, 2,50, wo ich dachte, jetzt nimmst du es mit. Günstiger würde das, wäre das E-Book ja gefühlt auch nicht. Aber die Frage ist natürlich wirklich, muss man so eine einzelne Kurzgeschichte herausbringen oder packt man die nicht in eine Novellensammlung? Aber ja, man weiß ja, wie das so ist. Die Buchwelt gefühlt macht, was sie will und ja, fragt uns nicht. Dann habe ich mir als E-Book das neue Buch von Mira Valentin geholt und zwar Nordblut, der erste Band, Wölfe wie wir. Hier haben wir eine nordische Wikinger-Geschichte. Viel mehr weiß ich tatsächlich gar nicht, außer dass ich das Cover wirklich mega geil finde. Also das ist wirklich der Hammer. Ich habe von Mira Valentin vorher als alleinige Autorin noch nie irgendwie was gelesen. Sie ist mir auch gefühlt noch nie irgendwie über den Weg gelaufen in Büchern oder Empfehlungen. Ich habe sie jetzt ja letztes Jahr zusammen entdeckt, als sie zusammen mit Erik Kellen ja die Lichtbringer-Saga geschrieben hat. Und da ist jetzt auch der zweite Teil ja schon hier und muss auch unbedingt ganz bald gelesen werden. Es ist halt tatsächlich der Hexer dazwischen gekommen. Es tut mir sehr leid. Ja, und das Cover habe ich gesehen. Ich habe gehört, es geht um Wikinger, es geht um nordische Sagen. Und ich fand wirklich auch den Geschichtenteil, den Mira Valentin in der Lichtbringer-Saga geschrieben hat, wirklich großartig erzählt. Also man spürt hier sehr die Unterschiede. Was hat Erik geschrieben, seine Perspektive und was Mira. Und ich musste es mir als E-Book einfach holen. Ich habe auch mit Mira jetzt schon so ein Treffen auf der Leipziger Buchmesse besprochen, dass wir uns unbedingt kennenlernen. Und darauf freue ich mich auch sehr, sehr besonders. Und ja, ich freue mich auch auf die Geschichte. Also es klingt wirklich ganz, ganz toll und auch mal wieder nach was anderem in der High-Fantasy-Welt. Und ja, und ich glaube einfach, dass Mira das ganz, ganz toll macht und ich freue mich auf die Geschichte. Dann habe ich vom Verlag bekommen die Chroniken von Alice, Finsternis im Wunderland von Christina Henry. Ein Buch, das ich ja schon sehr, sehr lange gerade im englischsprachigen Booktube-Bereich ja, verfolge, immer wieder sehe. Es gibt, glaube ich, schon 3 oder 4 im englischen Bereich und jetzt endlich kommen sie auch in Deutschland, in Deutsch heraus. Und hier haben wir eben die düstere Geschichte von Alice im Wunderland und es gibt auch Peter Pan und noch irgendwas. Und es sind, glaube ich, jetzt auch schon 2 oder 3 wirklich auch mit festen Terminen versehen und ich bin mega gespannt. Ich bin ein riesengroßer Alice im Wunderland-Fan, auch hinter den Spiegeln. Ich mag Verfilmungen sehr gerne. Mit Adaptionen ist es ja immer etwas schwierig, muss man ganz klar sagen. Aber das hier klingt einfach nach Düsternis und mal auch wieder nach was ganz anderem. Und ich glaube, dass mich das sehr begeistern kann und hoffe auch sehr, dass es das tut. Und dann war ich mit einer lieben Freundin in der Thalia und wir sind ein, also ich, nicht direkt wir, ich bin ein wenig eskaliert. Ja, es gibt Menge Exemplare und die beginnen, glaube ich, bei 3,50. Wenn man 3 kauft, ist man bei 2,99 und wenn man 10 kauft, ist man gleich bei 2,49 und ich habe 5 Bücher entdeckt, beziehungsweise habe ich tatsächlich 3 selbst entdeckt.
Zwei haben wir miteinander entdeckt und ich fand sie dann tatsächlich so gut, beziehungsweise hat sie von dem einen auch so geschwärmt, dass es dann einfach bei mir einziehen musste. Und ja, also 5 Bücher aus der Thalia, Menge Exemplare. Es ist tatsächlich eigentlich etwas sehr Böses, weil man doch tatsächlich, also zum einen ist es sehr böse, weil man Bücher sich zulegt, die man eigentlich nicht auf der Wunschliste hat, was ja, ja, zum anderen ist es natürlich immer dieses Spontankaufen, was auch nicht immer gut ist, weil eigentlich denke ich sehr gerne über meine Einkäufe nach. Zum anderen ist es aber tatsächlich etwas sehr Schönes, sich einfach mal Bücher zu kaufen, wo einen das Cover anspricht, wo man den Klappentext überzeugend findet und wo man einfach glaubt, das ist etwas, worauf man gerade Lust hat. Und dieses Gefühl, finde ich, geht immer mal ein bisschen verloren, wenn man eine zu lange Wunschliste hat, wenn man auch gerne Neuerscheinungen liest, dann ja, es sind so alte Schätze, also die gehen dann vielleicht irgendwie unter, beziehungsweise gibt man ihnen gar keine Chance. Dementsprechend finde ich es schön, schon immer mal auch einfach durch die Buchhandlung zu laufen oder vor so eine Menge Exemplaren, Ständern zu stehen und zu sehen, was einen anlächelt. Und ja, es sind jetzt 5 Bücher. Zum einen ein Sachbuch, Fettlogik überwinden von Dr. Nadja Herrmann. Ein Buch, das mir immer wieder auch empfohlen wird, wo ich einfach denke, ja, ich habe so meine eigenen Theorien und Gedanken zu diesem Thema, finde es aber trotzdem ganz spannend, ja, was hinter diesen Fettlogiken steht. Und es wird wohl auf alle Merkwürdigkeiten von Diäten und Ähnlichem eingegangen und ja, auch Aussagen, die man so findet. Mein Stoffwechsel ist kaputt, Darmbakterien machen dick. Und sie hebt wohl diese Logiken auch irgendwie auf. Dünne Leute können genauso krank werden. 95% aller Diäten scheitern. Wer mit dem Rauchen aufhört, nimmt unweigerlich zu und so weiter. Und sie nimmt wohl all diese merkwürdigen Logiken scheinbar und hebt die auf und beweist eben irgendwie doch, wie Abnehmen dann irgendwie funktionieren kann. Und ich bin da einfach sehr, sehr gespannt und ja, bin neugierig, was dieses Buch mir bringt. So, Mäuschen, komm hoch. So, da kommt Katze, hat jetzt auch langsam Platz. Für die Katze hier an der Seite, weil die Bücher kleiner werden. Dann ein Buch, wo mich wirklich das Cover sehr angesprochen hat und der Hinweis, dass das ein Bestseller aus Italien ist. Und nicht, dass ich sehr viele Autoren aus Italien kenne oder gelesen habe, aber all die Geschichten, die ich aus Italien gelesen habe, habe ich in sehr guter Erinnerung. Und ja, deswegen hat mich dieser Aufkleber irgendwie doch sehr angesprochen. Und zwar Solange du noch träumen kannst von Lucrezia Scali. Und es heißt hierhin so schön, das Leben bietet viele Wege, nur dein Herz weiß, welchen du gehen musst. Und wir haben hier Mia, die aus einer wohlhabenden Familie kommt, die Tiermedizin studieren möchte, obwohl das ihre Eltern nicht wollen. Und sie möchte eben auch kranken Kindern helfen, indem sie mit Tiertherapie ja, im Grunde diese Kinder therapiert. Und privat ist sie aber eher chaotisch und ist auch Single. Und es gibt zwei interessante Männer, die sie kennenlernt. Zum einen einen Chirurgen, den die Eltern toll finden, und einen netten Polizist, der nicht so aus gutem Hause kommt. Und ja, ich glaube, dass man hier schöne Irrungen und Wirrungen des Lebens hat mit diesem typisch italienischen Charme, den man so kennt. Ach, es wird hier langsam ein bisschen eng. Ja, Katze, muss ich natürlich hier reinschieben. Und ich fand das so, das klingt für mich auch so nach einem bezaubernden Roman, den man Samstagnachmittag, wenn es heiß ist, im Garten beginnt und am Sonntag dann beendet, während es immer noch heiß ist. Und ja, klingt für mich einfach irgendwie richtig schön. Und Mäuschen, so kriegen wir das irgendwie nicht hin, ohne dass hier irgendwem, keine Ahnung, irgendwie Bücher stürzen und irgendwas passiert. Ja, so, mach ich hier mal Platz. Tut mir leid. Sie drängelt sich mal wieder hier mitten rein. Geht ja auch gar nicht, dass man das ohne sie macht. Ja, dann das dritte Buch ist Das Jahr des Rehs von Stefanie Jana und Ursula Kollritsch. Ein sehr cooles Cover, wie ich finde. Und auch hinten sieht es richtig toll aus. Das heißt, zwei Frauen, ein Jahr und viele, viele E-Mails. Und man merkt schon, wenn man drin blättert, dass eben auch sehr viele E-Mails darin vorkommen. Und besonders gecatcht hat mich die Aussage, Frauen wollen immer nur das eine. Alles. Und da dachte ich, ja, das ist genau der Humor, der mich trifft. Es geht hier wohl um zwei Mädels, die früher unzertrennlich waren, jetzt sich 17 Jahre noch nicht wieder gehört haben und da Funkstille herrscht. Und ja, beide machen jetzt eben, machen jetzt über ein Jahr hinweg E-Mail-Verkehr.
Das klang gerade irgendwie falsch, aber ich glaube, ihr wisst, wie ich das meine. Und es ist poetisch, nachdenklich, mal herzerfrischend, komisch. Und ja, es klingt irgendwie schön. Und auch das klingt nach einem Roman, den man im Frühling bei den ersten Sonnenstrahlen liest. Und ja, einfach so eine Frauenfreundschaft hat, die einen bewegt und begeistert. Und Mäuschen, wir kriegen das so nicht hin. Du musst einfach... Oder so, ja. Okay, so, ja. Okay, ja. Hat mich sehr angesprochen und durfte auch mit. So, das vorletzte Buch ist dann Gaviotas von Alan Weisman. Ein Dorf erfindet die Nachhaltigkeit. Ist vom Autor Die Welt ohne uns. Das ist ein Buch, was ich, glaube ich, auch auf der Wunschliste habe. Von daher hat mich das tatsächlich irgendwie dann auch mit angesprochen. Das hat mir meine Freundin in die Hand gedrückt. Und hier geht es um eine gelebte Utopie. Denn sie hatten kein Geld, sondern nur eine Idee. Sie gründen ein florierendes Dorf mitten im Nirgendwo. Hier versorgen sich die Menschen komplett selbst, erzeugen erneuerbare Energie, bereiten Wasser auf, entwickeln umweltfreundliche Maschinen. Und Bestsellerautor Alan Weisman erzählt die unglaubliche Geschichte einer gelebten Utopie, wo die Menschen im vollkommenen Einklang mit der Natur leben, nachhaltig und glücklich. Und ja, ich bin gerade so ein bisschen im tieferen Themenfinden von Nachhaltigkeit. Und wer weiß, vielleicht gibt es hier ja auch irgendeinen Anstoß. Die Vorstellung, dass dieses Dorf Erfolg hat und die Menschen glücklich macht mit Nachhaltigkeit, ja, finde ich erfrischend anders und bin da auch sehr, sehr gespannt. Und dann, ja, das letzte Buch ist dann Das Spiegelhaus von Claire North. Und hier hat mich tatsächlich auch das Cover gefixt. Muss ich echt sagen, auch die Schrift vom Spiegelhaus und das fand ich mega. Und es sind wohl drei Novellen, wenn ich das richtig jetzt in Erinnerung habe. Die Intrige von Venedig, die Treibjagd von Siam und das Duell der Spielmeisterin. Und es geht hier, tritt ein und spiele um dein Leben. Originell, spannend, fantasievoll. Drei Novellen, die den Leser in eine magische Welt entführen. Das Haus sieht aus wie jedes andere, doch lass dich nicht täuschen. Hier kannst du mehr gewinnen als Gold oder Juwelen im legendären Spielhaus. Und wenn du raffiniert genug bist, darfst du gegen die Besten der Besten antreten. Ja, ich fand es irgendwie sehr ansprechend, hat mich sehr neugierig gemacht. Und ich dachte auch bei drei Novellen, vielleicht ist zumindest eine dabei, die einen total begeistert. Und ja, hat mich angesprochen und ja, durfte dementsprechend auch mit. Und das waren sie jetzt auch schon, die 18 neue Bücher. Und dann sind ja noch zwei Bücher bei mir eingezogen, die nicht auf dem Sub wandern, weil ich sie einfach schon gelesen habe. Und zwar hat mir die liebe Jackie Fellgut ein nachträgliches Geburtstagsgeschenk zugeschickt und hat mir Band 2 und 3 ihrer New York Love Stories zugeschickt. Ich hatte bisher nur den ersten Band im alten Format und sie hat jetzt ja, im Buchrücken die Zahlen hinzufügen lassen der Bände. Also, dass hier eine 2 steht, hier eine 3 und am ersten steht natürlich eine 1. Und ja, als die jetzt fertig gesetzt waren, fertig gestaltet waren, hat sie mir hier die beiden Taschentücher natürlich signiert zugeschickt, was mich natürlich immer besonders freut. Und ja, besonders das mit den Nummern finde ich sehr cool. Ist ja eine Idee, ein Gedanke gewesen, dass das leider bei Reihen sehr, sehr selten der Fall ist, dass man immer so ein bisschen irritiert ist. Ja, welcher Band ist es gerade? Ich finde tatsächlich, fand auch ganz schön in der Thalia, dass mich die Verkäuferin bei beiden Bänden darauf hingewiesen haben, ob ich weiß, dass das der zweite bzw. der dritte Band der Reihe ist. Und das fand ich wirklich sehr schön. Also das ist mir gefühlt früher noch nie passiert, aber ja, dementsprechend finde ich das jetzt auch schön, dass aufs ja, Self-Publisher-Büchern zu haben und ich ja, bin natürlich happy, dass Jackie hier dem Hinweis aus einem Video von mir irgendwie nachgekommen ist, dass das Leben für Leser manchmal einfach einfacher macht. Und ja, ich habe auch für alle drei Bücher ja, die Postkarten bekommen und hier sieht man dann auch das neue Cover von Home Sweet Home. Ursprünglich ist es ja das mit dem roten Hausvorleger, wo Home Sweet Home draufsteht und sie hat jetzt aber das Cover sozusagen anpassen, dass es zu den beiden anderen auch passt. Finde ich sehr schön. Ich finde schön, dass das Rot-Thema beibehalten wurde, weil ich ja auch den roten Fußabstreifer sozusagen am schönsten fand. Huch! Und ja, man sieht schon, in Home Sweet Home geht es ja unter anderem um die Näherin und dieses schöne Kleid und um Luke, ein Charakter, den ich absolut liebe. Und ich finde es sehr gelungen. Mir persönlich hat aber auch die ursprüngliche Fassung sehr gefallen, weswegen ich dann auch gesagt habe, ich glaube, ich möchte den ersten so behalten, wie ich ihn habe. Ja, bei Dance With Me, man hat schon eine Ahnung, dass es hier irgendwie ums Tanzen geht. Hier sind wir bei Bruder Ben. Wir sind ja immer in diesem Haus,
von Nettie, von der Oma der drei Protagonisten, die so einen ganz speziellen Mietvertrag hat. Und ja, auch ein wunderschönes Cover, wie ich finde. Und ich mag auch hier die Farbabstufungen super gerne. Und ach ja, es ist einfach schön. Und dann, ja, das letzte Buch ist dann Never Ending Story. Und hier haben wir dann, ja, die Schwester, die letzte im Bunde sozusagen, die da noch gefehlt hat. Und hier finde ich auch so diese... Ja, diese Himmelabstufung, richtig schön. Natürlich am realistischsten, wenn man gefühlt so möchte, mit dem Blau. Aber ich finde das ganz toll. Ich mochte auch Jane unglaublich gerne in der Geschichte. Und ich mag die Playlists, die auch mit abrufbar sind. Und die aus Home Sweet Home läuft durchaus auch immer mal bei mir. Sehr regelmäßig, wenn ich so denke, oh, ich habe Lust auf Musik. Aber ja, dann greife ich sehr oft zu dieser Playlist. Finde ich richtig schön. Und die sind auch drin verlinkt. Also man findet die dann auch, ich weiß gar nicht, glaube ich, hinten drin stehen die immer verlinkt. Und es gibt ja auch immer... Bonusgeschichten, man hat hinten dann auch einen Code drin, also die sollte man sich auch unbedingt durchlesen und ach ja, ich finde es einfach toll. Ich mag die Bücher von Jackie unglaublich gerne, ich glaube, ich muss es gar nicht, ja, ihr wisst es, nicht nur, weil ich Jackie unglaublich gerne mag, sondern weil auch einfach ihre Geschichten ganz toll sind und ich freue mich jetzt, dass meine Jackie-Sammlung im Regal sozusagen wächst und stetig wird immer mehr und ja, ich finde das toll. Irgendwann... Ja, gibt es dann ein ganzes Bücherregal mit Jackie-Büchern. Ja, das waren sie jetzt, also die 18 neuen Bücher plus die zwei Bücher, die nicht auf dem Sub gelandet sind, sondern sich einfach nur schön im Regal in die Sammlung einfügen, worüber ich sehr, sehr dankbar bin, dass sie mir Jackie zum Geburtstag geschenkt hat, was mich wirklich sehr, sehr freut, weil bei Self-Publishern ist es ja nicht so wie beim Verlagsautoren, dass da Bücher für Blogger und Ähnlichem zur Verfügung gestellt wird, sondern der Autor kauft die ja wirklich so, als wenn er selbst ja, Leser, Käufer wäre und das muss man natürlich immer bedenken. Also es ist wirklich ganz, ganz toll, dass Jackie mir dieses Geschenk gemacht hat. Ja, 18 Bücher, einige schon gelesen und wie ihr seht, an mancher Stelle auch ein bisschen eskaliert. Es ist halt tatsächlich so, dass die Hexersaga nicht so geplant war in diesem Jahr, aber ja, es sind ja theoretisch jetzt nur noch zwei Bände und ein Kurzgeschichtenband offen, die dann vielleicht in nächster Zeit einziehen werden. Ja, cool wäre natürlich, wenn Sapkowski auf der Leipziger Buchmesse wäre. Das wäre ja so mein Highlight. Ich habe nichts dergleichen irgendwie gelesen. Ja, aber ja, das ist nochmal was anderes. Ja, jetzt habe ich auch lange genug gequatscht, aber über 20 Bücher muss man natürlich auch ein bisschen was erzählen. Vielleicht kennt ihr ja eins der genannten Bücher schon, dann schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Vielleicht ist auch das ein oder andere Buch schon bei euch eingezogen oder liegt bei euch noch auf dem Sub. Dann meldet euch auch gerne. Vielleicht kann man da ja auch gerne mal ein gemeinsames Lesen machen. Würde ich mich sehr, sehr drüber freuen. Oder ihr erzählt mir auch gerne, welches Buch-Highlight in diesem Monat bei euch eingezogen ist oder worauf ihr euch ganz besonders freut. Dann lasst mich das auch super, super gerne wissen. Und ja, jetzt danke ich euch fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.